Und bei uns ist Professor Maria Böhmer. Sie ist die Staatsministerin für Integration und gleichzeitig auch im Wahlkreis 208 Frankenthal, Ludwigshafen und ein Teil vom Rhein-Pfalz-Kreis ist sie Direktkandidatin. Und heute ist sie bei uns im Interview. Und wir möchten natürlich jetzt kurz vor der Wahl am 22. September mit Ihnen mal darüber sprechen, wie ist die Bilanz, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben, vielleicht speziell in Sachen der Integration? Also entscheidend war für mich die Weichenstellung, dass alle, die hier in Deutschland leben, die zu uns gekommen sind, zunehmend die deutsche Sprache beherrschen. Und das hieß für mich, wir müssen im Kindergarten beginnen, deshalb frühe Sprachförderung im Kindergarten. Und heute kann man sagen, das gibt es in allen Bundesländern. Aber jetzt geht es darum, die Qualität noch zu verbessern. Und deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass es ein großes Forschungsprojekt gibt über die Wirksamkeit von Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten. Aber das darf nicht enden mit Ende des Kindergartens, sondern Sprachförderung muss sich in der Schule fortsetzen. Wir brauchen Sprachangebote für Erwachsene. Und der Bund hat für die Integrationskurse mehr als 1 Milliarde Euro ausgegeben. Und wir haben über 1 Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich finde das ein großartiges Ergebnis. Das zeigt, wir kommen gerade, wenn es um den Erwerb der deutschen Sprache geht, voran. Wie sieht's aus? Es gab ja oder es ist ja novelliert worden, das Anerkennungsgesetz in der Bundesrepublik. Was gibt's dazu zu sagen? Wie hat sich das bisher ausgewirkt? Es ist wirklich ein großer Wurf, zum einen im Bereich der Integration, aber auch wenn es um die Bekämpfung des Fachkräftemangels geht. Denn wir wissen, gerade hier in der Metropolregion Rhein-Neckar werden händeringend Fachkräfte gesucht. Ich habe Gespräche mit Handwerkern geführt, mit vielen Mittelständlern, die wir sagten, wir würden gerne die Ausbildungsplätze besetzen, die wir anbieten, aber die Jugendlichen sind zu wenige da und wir brauchen mehr Fachkräfte. Deshalb ist dieses Gesetz zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen so wichtig, denn viele Menschen, die zu uns gekommen sind, verfügen über einen guten Berufsabschluss. Sie sind Ärzte, sie sind Physiker, sie sind Ingenieure oder auch einfach Facharbeiter, Handwerker. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass man über das Anerkennungsgesetz, das seit 1. April im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, ein Anerkennungsverfahren durchläuft. Und niemand wird ohne eine Anerkennung nach Hause gehen, denn es gibt auch die Möglichkeit der Teilanerkennung. Und dann kann man sich am Arbeitsmarkt bewerben und all seine Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen. Und das ist auch wichtig für unseren Mittelstand und für unsere Industrie, für unser Gewerbe. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir eine wichtige Weichenstellung noch vorgenommen haben. Auch diejenigen, die sich dafür interessieren, nach Deutschland jetzt zu kommen, die können sich schon im Ausland über die Bedingungen dieses Anerkennungsgesetzes informieren. Und damit entscheiden, ist Deutschland für Sie attraktiv? Wir brauchen gut qualifizierte Fachkräfte hier. Sie haben auch Willkommenskultur neulich propagiert. Was versteht man darunter? Was können wir darunter verstehen, eine Willkommenskultur vielleicht auch und Anerkennungskultur neu zu definieren? Also wenn ich eben davon gesprochen habe, dass wir dringend gut qualifizierte Fachkräfte brauchen, auch solche, die aus dem Ausland zu uns kommen, etwa aus den EU-Nachbarländern, aus Spanien, aber auch aus Griechenland, aber auch vielleicht aus Asien, dann bedeutet das ja auch, dass man nicht nur hier wirbt mit attraktiven Löhnen und Gehältern, sondern dass auch die Lebensbedingungen stimmen, dass man auf Menschen trifft, wo man weiß, das sind gute Nachbarn, das sind vielleicht eines Tages sogar Freunde, und dass man einander versteht. Dafür ist es notwendig, eine Willkommenskultur zu entwickeln. Das bedeutet, wenn man neu nach Deutschland kommt, dass die Ausländerämter offen sind, sich auch als Serviceeinrichtungen verstehen, auch Beratungsmöglichkeiten angeboten werden. Und deshalb habe ich in Ludwigshafen das Projekt Integrationsvereinbarung erprobt. Es hat den Praxistest bestanden. Damit werden die Beratungsangebote verbessert und die Schritte, die Maßnahmen, mit denen man Migranten in der ersten Zeit hier begleitet, die können intensiviert werden, damit Integration schneller vonstatten geht und man hier schneller zu Hause ist.
Zur Bilanz des Wahlkreises. In Ihrem Wahlkreis, was haben Sie da bisher, auf was können Sie zurückblicken? Wo haben Sie sich besonders eingebracht? Vielleicht unter den Stichworten Hochstraße, Nordausbau, Kinderbetreuung, Lärmschutz, Arbeitsplatz, Privathaushalt. Was kann man dazu sagen? Also es macht mir immer wieder viel Freude, hier im Wahlkreis zu sehen, wo treibt die Menschen ein Problem um, wo kann ich helfen, wo kann ich ihnen zur Seite stehen. Und eines der großen Themen der letzten Jahre war und wird auch für die Zukunft sein, die Wiederherrichtung der Hochstraße Nord. Wir wissen, dass der Straßenzustand teilweise sehr, sehr bedenklich ist, aber eine Renovierung der Hochstraße Nord bedeutet auch viel Geld, was erforderlich ist. Die Stadt Ludwigshafen kann das nicht alleine stemmen. Und deshalb habe ich den Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer wirklich bei jeder Kabinettssitzung bedrängt. Und er kam dann selbst nach Ludwigshafen, um hier die Hochstraße Nord in Augenschein zu nehmen. Und inzwischen liegt die Zusage des Bundes vor. Der Bund wird sich mit einem Drittel an den Kosten für die Wiederherstellung der Hochstraße Nord beteiligen. Ich halte es aber für wichtig, dass dieses gut geplant ist und gründlich durchgerechnet. Und genauso wichtig halte ich es auch, dass das Land seinen Verpflichtungen nachkommt. Und vom Land habe ich leider bisher noch nichts erfahren. Vielleicht in Ausblick zur Kinderbetreuung. Wie sieht es da aus, rückwirkend, vielleicht auch ein kleiner Vorausblick? Wie wird sich das Ihrer Meinung nach entwickeln? Also das Thema Kinderbetreuung war schon immer ein Herzensanliegen von mir. Und hier haben wir ja auch eine Veränderung. Es gibt jetzt den Rechtsanspruch für die unter Dreijährigen. Und hier im Wahlkreis haben die Kommunen enorme Anstrengungen unternommen, um diesen Rechtsanspruch zu realisieren. Wir haben sie von Seiten der Bundesregierung damit nicht allein gelassen, denn das bedeutet ja auch einen erheblichen finanziellen Aufwand. 5,4 Milliarden sind an Mitteln geflossen, damit dieser Rechtsanspruch realisiert werden kann. Und ich habe mich auch dafür ausgesprochen, dass weiterhin die betrieblichen Maßnahmen gefördert werden. Das werden pro Jahr über 800 Millionen sein. Ich habe jetzt gesagt, ich will in der nächsten Legislaturperiode dafür sorgen, dass wir eine Qualitätsoffensive für die frühkindliche Bildung starten. Das ist wichtig, denn jedes Kind soll gute Chancen haben, gute Chancen, die im Kindergarten grundgelegt werden. In Limburger Hof wurde der Lärmschutz verbessert auf Initiative von Ihnen. Wie ist das dort angekommen? Also das war ein Thema, was viele Bewohner im Limburger Hof sehr umgetrieben hat, ob sie in einem Einfamilienhaus wohnten oder in einem Mehrfamilienhaus. Häuser, die direkt an der Bahnstrecke liegen, die waren sehr davon betroffen. Und ich bin selbst hingegangen, habe mir das angehört, habe auch die Erschütterungen dort gemerkt der Häuser. Und dann habe ich mich auch hier auf den Weg gemacht und zuletzt mit Bahnchef Grube gesprochen. Denn wenn man Lärmschutzmaßnahmen vor Ort realisiert, dann ist hier auch die Bahn in der Pflicht, diese Kosten zu erstatten. Das ist jetzt gelungen und ich habe gerade einen Brief der Aktionsgemeinschaft erhalten, wo mir die Mieter und die Menschen, denen ich jetzt helfen konnte, sehr, sehr herzlich danken. Sie können verstehen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Was gibt es zum Arbeitsplatz im Privathaushalt zu sagen? Wie ist dazu Ihre Meinung? Also das Thema Arbeitsplatz Privathaushalt ist ja wirklich aus meinem Wahlkreis heraus entstanden. Die erste Initiative, die habe ich grundgelegt in Frankenthal beim ZAB. Damals das Dienstleistungszentrum für die Arbeitsplätze im Privathaushalt und wohlgemerkt sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Denn ich will nicht zusehen, dass immer schwarz gearbeitet wird. Das geht auf dem Rücken der Beschäftigten. Das geht aber auch zulasten all derer, die eine tüchtige Arbeitskraft im Privathaushalt bleiben. Und heute weiß man, dass der Arbeitsplatz Privathaushalt ein ganz wichtiger Arbeitsplatz ist, denn es geht um Kinderbetreuung, es geht darum, dass man Älteren zur Seite steht, aber auch die Handwerkerleistungen können heute von der Steuer abgesetzt werden und wir wollen nicht zu viel Bürokratie, deshalb gibt es die Minijobzentrale. Das ist etwas, was ich hier aus diesem Wahlkreis heraus bundesweit auf den Weg gebracht habe. Kommen wir vielleicht mal zu den Ausblicken und zu Ihren Vorhaben. Bezogen vielleicht einmal auf Fachkräftebedarf. Demografie ist ja aktuell in aller Munde mehr denn je und das macht sich auch ja schon bemerkbar.
Wie möchten Sie da vorgehen? Haben Sie ein Konzept? Haben Sie was in der Schublade, wo Sie sagen, da müssen wir dran gehen? Also die demografische Entwicklung, die macht ja auch nicht vor uns Halt hier in der Metropol Rhein-Neckar, in Ludwigshafen, in Frankenthal oder im Rhein-Pfalz-Kreis. Und wir wissen, heute fehlen schon viele Fachkräfte und die Situation wird noch schwieriger werden in der Zukunft. Ich glaube, wir müssen zum einen dort ansetzen, wo es um die Ausbildung junger Menschen geht. Ich leite derzeit den Nationalen Ausbildungspakt, führe Ausbildungskonferenzen durch, setze mich dafür ein, dass durch Ausbildungspatenschaften junge Menschen in einem Ausbildungsplatz auch gut vorankommen und die Ausbildung abschließen, sie nicht abbrechen. Und der Übergang von der Schule und in den Beruf, der muss wirklich gelingen. Das zweite ist das große Thema bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen. Denn Frauen sind die Arbeitskräfte auch weiterhin der Zukunft. Wir haben inzwischen eine sehr hohe Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland, aber wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten in den Unternehmen, familienfreundliche Unternehmen. Und wenn es um Ganztagsplätze geht, dann ist das nicht nur ein Thema für die Kindergärten, sondern natürlich auch Ganztagsschulen. Und ich war sehr verwundert, dass jetzt hier in Rheinland-Pfalz erklärt wird, dass man bei dem Ausbau der Ganztagsschulen kürzer treten will. Ich halte das für falsch. Wir brauchen mehr Angebote, damit die Rahmenbedingungen stimmen. Und der dritte Personenkreis, auf den es ankommen wird, das sind Ältere. Ältere wollen gerne länger im Beruf bleiben. Diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen es nicht so leisten können, da kann man helfen. Aber es geht auch darum, dass Rahmenbedingungen in Unternehmen da sind. Nicht nur in einem Großunternehmen, dass das gut auch stemmen kann, sondern auch gerade im Mittelstand. Und die Ergebnisse sind so, dass viele Ältere heute auch länger im Beruf bleiben können, weil die Gesundheitsvorsorge ist besser geworden, die Rahmenbedingungen stimmen. Und es gibt gerade jetzt eine aktuelle Statistik, die uns sagt, erstmals seit vielen, vielen Jahren ist der Anteil der Erwerbstätigen zwischen 60 und 65 höher als der Anteil der Ruheständler. Das heißt, die Arbeit, die Kenntnisse, das Know-how und die Erfahrung von Älteren, die werden jetzt wieder geschätzt und gebraucht. Wie sind die Belastungen jetzt aktuell im Wahlkampf? Wie schwer ist der Wahlkampf? Sind Sie angekommen? Ist er schon da, der Wahlkampf? Man hört ja immer so ein wenig, ja, der Wahlkampf ist ein bisschen träge. Man hat jetzt eigentlich auch aus journalistischer Sicht heraus gewartet, bis es losgeht, bis der Straßenwahlkampf losgeht. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Also ich finde, wir sind mittendrin und die letzten 3 Wochen, das sind sehr intensive Wochen natürlich des Wahlkampfs. Wir wissen, viele Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich erst in den letzten 14 Tagen. Und umso wichtiger finde ich aber, ist es nicht nur in Wahlkampfzeiten präsent zu sein, sondern die Menschen müssen immer wissen, sie können sich auf ihre Abgeordnete verlassen. Ich bin beim letzten Mal direkt gewählt worden. Das ist eine besondere Verpflichtung für mich, auch wenn ich im Bundeskanzleramt Staatsministerin bin. So bin ich doch viel vor Ort, um mit den Menschen zu sprechen, zu wissen, wo sie der Schuh drückt und dann aber auch zur Hilfestellung immer ansprechbar. Und meine Möglichkeit, gerade weil ich am Kabinettstisch sitze, weil ich diese unmittelbare Möglichkeit auch des Kontakts haben innerhalb der Bundesregierung, ist natürlich, dass ich viele Weichen stellen kann. Und das, glaube ich, ist mir gut gelungen in diesen letzten 4 Jahren. Und das gibt auch ja, ein Stück Vertrauen für die Zukunft. Ich möchte das gerne weitermachen mit aller Kraft und mit der Zustimmung der Menschen hier im Wahlkreis. Dann die allerletzte Frage. Was treibt Sie an? Ich habe immer gesagt in der Politik, ich will etwas bewegen. Bewegen für die Menschen. Und mich treibt die Gerechtigkeitsfrage genauso um wie die Frage, Deutschland ist ein Land voller Chancen. Und es muss doch wirklich jedem gelingen können, diese Chancen zu ergreifen. Deshalb sind Themen wie Bildung, Ausbildung für mich von zentraler Bedeutung. Und ich habe eine Vision. Ich möchte auch, dass dieses Erfolgsmodell, was wir in Deutschland haben, die duale Ausbildung, auch bedeutet, dass man, wenn man sich gut qualifiziert hat, sehr wohl noch einmal durchstarten kann und wenn man an die Hochschule möchte, sodass die Türen immer offen stehen. Aber diejenigen,
die eine tolle Ausbildung gemacht haben in Handwerk oder auch im Handel, im Gewerbe, die möchte ich auch ermuntern. Nutzt die Fähigkeiten, macht euch selbstständig, geht euren Weg, denn Deutschland braucht diese Menschen und wir wollen wettbewerbsfähig sein und wir wollen dieses Land in eine gute Zukunft führen. Vielen Dank für dieses Statement.